Ich heiße Sie heute Abend wieder herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe der neuen Online-Konferenz des Gold-Silber-Shops und der VSBRG im neuen Jahr 2017. Ein neues Jahr, eine neue Rallye im Gold, das ist das, was viele Marktteilnehmer erwarten und die Chancen stehen gut, dass es auch dieses Jahr wieder so sein wird. Wir werden uns in dieser Online-Konferenz die vergangene Entwicklung vom Gold ansehen im letzten Jahr in verschiedenen Währungen, einen Ausblick geben, wie groß ist das Potenzial, wo kann es hingehen, und dabei werfen wir dann noch auf einen Blick auf das alternative Kryptogold, den Bitcoin, der stark gestiegen ist zum Ende des letzten Jahres, und zum Schluss geben wir wie immer eine aktuelle Analyse zu den Märkten. Mein Name ist Markus Blaschzock, ich bin Chefanalyst von goldsilbershop.de und jetzt legen wir los. Auch wenn der Gold- und Silberpreis zum Ende des letzten Quartals 2016 deutlich gefallen ist, kann man unterm Strich sagen, gab es eine enorme positive Rendite. Beispielsweise ist der Goldpreis im Jahr 2017 auf Euro-Basis mit 12,1% angestiegen. Auf Dollar-Basis immer noch 8,6%. Im australischen Dollar 9,5%, kanadischer Dollar 5,3%, im chinesischen Yuan 16,1%, in der indischen Rupie 11,4%, im japanischen Yen 5,4%, im Schweizer Franken, der ja praktisch an den Euro gekoppelt ist, 10,4% plus und im britischen Pfund 30% plus. Besonders jene, die im britischen Pfund zahlen und leben, das heißt die Engländer, die Angelsachsen, die kein Gold und Silber hatten zu diesem Zeitpunkt vor dem Brexit, sehen jetzt ziemlich dumm aus der Wäsche. Denn deren Altersvorsorge hat über Nacht massiv an Wert verloren und mit diesem Goldpreisanstieg wurde nur die Inflation oder die Abwertung des Pfunds ausgeglichen. Das heißt, wer kein Gold und Silber hatte, hat 30% seiner Altersvorsorge verloren. Das ist natürlich ein drastischer Einschnitt, wenn man ein Leben lang gearbeitet hat. Deswegen kann man nur sagen, diese Abwertung wird weitergehen. Sie sehen es in England, es kann sehr schnell gehen. Auch im Euroraum dürfte das Momentum zunehmen. Das heißt, die Geschwindigkeit der Abwertung des Euros wird mit der Zeit immer mehr an Fahrt aufnehmen. Und wer dann nicht in Gold und Silber ist, der verliert sukzessive sein Vermögen, seine Ersparnisse, seine Pensions- und Rentenansprüche. Die sind dann nichts mehr wert. Sie können, so wie in der Weimarer Republik, dann mit einer Schubkarre Euro über die Straße fahren und zum Bäcker und dafür ein Laib Brot bekommen. Also, sorgen Sie bitte mit einem Teil Ihres Vermögens vor und investieren Sie in Edelmetalle. Sie sehen hier die durchaus positive Rendite seit dem Jahr 2000. Unter dem Strich gab es eine durchschnittliche Jahresrendite im Gold auf US-Dollar-Basis von 9,3% und auf Euro-Basis von 8,6%. 9,3% Durchschnittsrendite entspricht ungefähr der aktuellen Inflationsrate oder realen Teuerung in den USA nach der alten Berechnungsmethode von 1980. Die liegt nämlich bei 9,6% im Augenblick. Sie sehen, der Anstieg des Goldpreises spiegelt sehr gut die wirkliche Teuerung wider. Natürlich sind die offiziellen Warenkörbe, die harmonisierten Verbraucherpreisindizes, wie wir es in den letzten Online-Konferenzen auch gezeigt haben, seitens der statistischen Ämter manipuliert, falsch und einfach eine Lachnummer. Wir achten gar nicht darauf. Wir wissen, die reale Teuerung ist weitaus höher und es gibt eine finanzielle Depression, die Sie und uns täglich ärmer macht. Nominal natürlich nicht, da bleibt es auf dem Lohnzettel gleich, aber real verdienen Sie jedes Jahr weniger und Ihre Altersvorsorge oder die Sie in Aktien haben, steigt zwar nominal etwas, aber unterm Strich verlieren Sie. Hier sehen wir nochmal den Kursverlauf im Jahr 2016. Wir sahen erst den drastischen Anstieg aufgrund verschiedener Faktoren, wie der Negativzinsdiskussion, die leider jetzt aus dem Markt rausgegangen ist, nachdem die Zinsen wieder gestiegen sind. Dann verschwand die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung in den USA. Das gab nochmal einen Schwung nach oben. Und zuletzt war der Brexit, der für den starken Anstieg sorgte und letztlich Gold bis auf 1370 Dollar beförderte. Seitdem ging es aber bergab, doch unterm Strich blieb ein deutliches Plus. Und jetzt sieht es ganz danach aus, als hätte Gold einen Boden gefunden oder wäre seinem Tief nahe. Die Terminmarktdaten sind zu 80% bereinigt. Es gibt verschiedene Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Gold sich jetzt wiederholen dürfte. Und zu Jahresbeginn konnte der Goldpreis schon wieder deutlich ansteigen, fast bis auf 1190 Dollar am heutigen Tag. Also nicht mehr weit von der signifikanten Widerstandslinie bei 1200 Dollar entfernt. Steigt der Preis darüber, dann gibt es sogar ein prozyklisches Kaufsignal, dem man als Trader und als Investor in sukzessive folgen kann. Auf dem nächsten Chart sehen Sie hier die Goldpreisentwicklung des Euros seit dem Jahr 2008. Hier gibt es bereits einen neuen Aufwärtstrend seit Anfang 2014. Mit dem Jahreswechsel 2013-2014 steigt hier wieder der Preis. Wir sehen komischerweise immer das gleiche Muster.
Ein Tief zum Ende 2013, Anstieg Anfang 2014. Nahe ein Tief oder ein Ende der Abwärtsbewegung Ende 2014, Anstieg 2015 mit dem Jahreswechsel. Dann ein Tief zum Jahresende 2015, Anstieg Anfang 2016 und jetzt womöglich wieder Tief Ende 2016 und ein Anstieg Anfang 2017. Wenn dieses Muster Bestand hat, dann werden wir im Laufe dieses Jahres 2017 auch neue Hochsinn auf Euro-Basis sehen. Wir werden später in dieser Online-Konferenz auch nochmal die Geldmengenausweitung sehen seitens der EZB und die sorgt natürlich ganz klar dafür, dass die fundamentale Entwicklung oder dass der Goldpreis fundamental weiterhin gut untermauert ist. In der nächsten Übersicht sehen Sie die realen Renditen für den Silberpreis seit dem Jahr 2000, auch hier durch die Bank eigentlich positiv. Besonders drastisch hier im britischen Pfund, 38% plus im letzten Jahr, doch auch im Euro 19% plus im letzten Jahr und auf US-Dollar-Basis 15% plus im letzten Jahr. Unter dem Strich macht es eine durchschnittliche Jahresrendite von 8% auf US-Dollar-Basis und 7,3% auf Euro-Basis. Das heißt, Gold hat fast einen Tick besser performt als Silber, aber man muss auch sagen, dass der Silberpreis in den letzten Jahren drastisch gefallen ist und massiv unterbewertet ist. Silber gibt es überirdisch weitaus weniger als Gold und sollte mal wirklich Nachfrage aufkommen. Das heißt, dass die Menschen wieder Gold und Silber verlangen und da sie in den sicheren Hafen flüchten und das macht wirklich jeder. Dann gehen die Menschen in den Silbermarkt rein und dieser Markt ist so klein und so eng, das ist so ein Flaschenhals, dass dieser Preis wahrlich explodieren wird. Und davon gehe ich fest aus, dass wir das die nächsten Jahre sehen werden. Daher gehen wir von einer Outperformance vom Dreifachen bis Vierfachen zum Goldpreis aus. Das heißt, unterm Strich ist Silber schon allein anhand dieser Daten unterbewertet. Hier sehen Sie nochmal die Jahresentwicklung. Auch hier gab es einen starken Anstieg bis Mitte des Jahres, wobei Silber erst sehr spät anzog. Gold war schon nahe seinen Jahreshochs im März, April. Und da fing Silber erst an zu laufen. Also Sie sehen, hier kam dann dieser Flaschenhals zum Zug. Erst war diese Bewegung gemächlich und dann kam plötzlich Fahrt auf und der Silberpreis stieg drastisch an. Von nicht mal 14 Dollar je Feinunze auf fast 21 Dollar je Feinunze. Und unterm Strich blieb immerhin ein Plus von 19%. Hier nochmal der Langfristchart auf US-Dollar-Basis. Sahen wir Anfang 2016 den Bruch des langfristigen Abwärtstrends. Jetzt kam es zum Ausbruch und zum Pullback. Ich habe schon an Online-Konferenzen Mitte des letzten Jahres gesagt, dass das ein ganz, ganz typisches Muster ist und ich mit einem Rückgang rechne, mit einer Korrektur dieses Anstiegs, denn nach jedem Ausbruch kommt immer noch ein Test, eine Ausbildung eines zweiten Beins, ein Test des Tiefs. Spekulanten, die diesen Ausbruch getradet haben, nehmen erstmal Gewinne mit nach einem deutlichen Anstieg und dann kommen die Bären ins Spiel, die nochmal versuchen, den Preis tiefer zu treiben. Und erst wenn das nächste Tief höher liegt als das vorhergegangene Tief, dann kommen die großen Investmentfonds ins Spiel und die gehen dann erst in den Markt. Also an diesem Punkt sind wir jetzt. Diese Investorengruppe dürfte jetzt langsam anfangen zu kaufen. Wenn wir jetzt in den Terminmarktdaten relative Stärke sehen, ist das ein sehr gutes Zeichen und wir sahen auch in der letzten Woche relative Stärke bei Gold und Silber in den Terminmarktdaten. Hier sehen Sie nochmal den Silberpreis auf Euro-Basis. Wir sahen hier diese langfristige Trading-Range, die über 3 Jahre lang dauerte, mit dem Ausbruch zur Mitte des letzten Jahres. Ich sagte schon im Vorhinein, immer bei 12,50 sollte man kaufen. Der Anstieg kam, der Ausbruch über diesen Widerstand bei 16. Jetzt sehen wir den Pullback an dieses Ausbruchsniveau und von da aus dürfte der Anstieg weitergehen. Silber in Euro ist aufgrund der Geldmengenausweitung seitens der EZB bis Jahresende mit weiteren 60 Milliarden Euro pro Monat weiterhin massiv gut untermauert. Von daher wüsste ich nicht, warum Silber noch deutlich fallen sollte auf Euro-Basis. Für uns Euro-Anleger im Euro-Raum ist nämlich der Silberpreis in Euro ausschlaggebend. Was interessiert uns? Der US-Dollar. Wir kaufen und bezahlen unsere Rechnungen in Euro. Von daher müssen wir auch in Euro denken. Und diese Papier-Baumwollwährung wird einfach monatlich immer weiter abgewertet. Die Notenbankster drucken jeden Monat Geld für sich selbst und ihre Freunde und wir dürfen es über Inflation und die Entwertung unserer Währung bezahlen. Na, danke. Sehen wir uns jetzt hier nochmal kurz den Chart an. Sie sehen die Geldmengenausweitung seitens der EZB im Euroraum. Die Projektion mit der grünen Linie spricht alles weiter dafür, dass der Goldpreis folgt. Und Sie sehen, hinuntergelegt ist gelb der Goldpreis.
Der Goldpreis folgt im Durchschnitt dieser Geldmengenausweitung. Von daher muss man nicht kein Raketenwissenschaftler sein, um prognostizieren zu können, dass der Goldpreis auf Eurobasis weiter steigen wird. Hier sehen Sie die Geldmengenausweite im US-Dollar-Raum. Hier sehen wir seit 2 Jahren keine Ausweitung der Geldmenge mehr. Aber die Geldmenge wird auch nicht reduziert. Die Abnahme ist bis jetzt moderat. Wir sehen Abflüsse bzw. Zuflüsse in den Dollarraum. Natürlich, wenn alle Währungen der Welt abwerten. Wir haben das britische Pfund, wo die Notenbank druckt. In den Euroraum, da druckt die EZB. In Japan druckt die Bank of Japan. Alle drucken Geld, als gäbe es kein Morgen. Wohin also mit der Kohle? Wo gibt es noch Zinsen? Wenn es in Euroland Negativzinsen gibt, rein in den Dollarraum, hier sind die Zinsen auch massiv gestiegen. Das zieht dann wiederum mehr Geld an. Also der Dollar ist im Moment relativ stark zu anderen Papierwährungen, aber nicht zu Gold. Deswegen könnten wir auf Dollarbasis in den nächsten Wochen und Monaten noch einen stagnierenden Goldpreis sehen. Aber die amerikanische Zentralbank wird langfristig nicht zusehen, wie es zu einem deflationären Umfeld kommt. Sie müssen wissen oder verstehen, dass die Zentralbank, die Notenbank, die amerikanische, deren einziger Existenzgrund ist, eine Privatbank, die in Schieflage gerät, über einen Bailout zu retten. Das heißt, über Mitgeld des Steuerzahlers. Und das funktioniert über Inflation. Die Schulden werden sozialisiert. Und das ist der einzige Existenzgrund. Es geht nicht um die positive Beeinflussung der Wirtschaft oder dergleichen. Nein, nur die Freunde der Bankenklique sollen gerettet werden. Von daher werden wir auch im Jahr 2017 deflationäre oder disinflationäre Tendenzen sehen. Aber letztlich wird die Zentralbank es nicht so weit kommen lassen. Von daher wird früher oder später es zu einem neuen QE-Programm in den USA kommen. Alternativ gibt es eben eine stärkere Fiskalpolitik seitens Trump, die aber wieder indirekt durch die US-Notenbank finanziert werden wird. Also Trump ist zwar mächtig in den USA, aber über ihm sitzt immer noch die Notenbank und Trump muss nach ihrer Pfeife tanzen. Da bleibt ihm keine Möglichkeit, denn sonst sorgt die Notenbank für den Crash. Sie hat, das ist einfach am längeren Hebel, sie hat viel mehr Geld als Trump mit seinen Milliarden. Im nächsten Chart sehen wir das unglaubliche Potenzial des Goldpreises. Wir haben hier in dieser Analyse verglichen, wie der Goldpreis stehen müsste, wäre die Geldmenge nicht ausgeweitet worden. Die Geldmenge wurde ausgeweitet und würde der Goldpreis im gleichen Verhältnis zu der Geldmengenausweitung in den USA stehen, wie wir es 1980 hatten, zum Hoch bei 850 Dollar, so müsste der Goldpreis nochmal vom aktuellen Liquiditätsniveau um das Zehnfache steigen, um eine ähnliche Marktbewertung zu haben wie damals. Das heißt, real gesehen ist der Goldpreis aktuell niedriger bewertet als vor Auflösung des Goldstandards durch Nixon und des damaligen Geldbetrugs durch die US-Regierung. Der Goldpreis ist daher sehr günstig. Selbst wenn kein Geld mehr gedruckt wird, ist der faire Preis ungefähr 10-mal so hoch. Wir gehen davon aus, dass aber Geld weiter gedruckt wird. Von daher, wenn nochmal die Geldmenge verdoppelt wird, dann haben Sie nicht nur eine Verzehnfachung wahrscheinlich, sondern eine Verzwanzigfachung. Letztlich gehen die Weltwährungen wahrscheinlich aufgrund der weiterhin massiven Verschuldungspolitik den Bach runter. Von daher bleibt ihm nur die Wahl. Investieren Sie in Gold. Sie sehen, Aktienmärkte sind auf ihren Allzeithoch, auch wenn die liquiditätsgetrieben sind und nicht unbedingt fallen müssen. Aber Gold wird stärker steigen als die Aktienmärkte. Definitiv, besonders in einem stagflationären Umfeld. Denn Sie wissen ja, die Notenbanken drucken auch oder Politiker, um einen Kollaps des konjunkturgetriebenen Aufschwungs zu verhindern. Hier sehen Sie den gleichen Chart, die gleiche Berechnung nochmal zu Silber. Die rote Linie zeigt den Warenpreis im Verhältnis zur Geldmengenausweitung und einmal nominal darüber. Demnach ist der Silberpreis günstiger als jene Geschichte, real gesehen. Wenn hier mal ein bisschen Investmentnachfrage aufkommt, dann schießt der Silberpreis in den Himmel. Allein nach dieser Betrachtung im Verhältnis zur Geldmenge und dem Top von 1980 müsste Silber um das ca. 20- bis 30-fache ansteigen, um die gleiche Bewertung wie 1980 zu haben. Man kann also nicht davon reden, dass Silberpreis werde zum aktuellen Punkt bereits überbewertet. Wer das sagt, sollte nochmal drüber nachdenken. Silber wird industriell verwendet, wird wahrscheinlich niemals verboten, es wird immer nachgefragt sein und wenn Investmentfrage dazu kommt, werden diese wenigen überirdischen Bestände zu einem Flaschenhals werden und Silber dementsprechend stark explodieren. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, sondern nur, wann es passiert. Hier in diesem Chart sehen Sie nochmal das Gold-Silber-Ratio. Das Gold-Silber-Ratio sagt uns,
dass es hier in dem Bereich zwischen 70 und 80 aktuell sehr hoch ist und dementsprechend ist der Silberpreis sehr günstig. Langfristig gesehen, wie Sie im nächsten Chart sehen, ist das Gold-Silber-Ratio zwischenzeitlich immer unter 20 gefallen. Zuletzt im Jahr 2008 ist es auf 30 gefallen, auf fast 30. Das hing damit zusammen, dass das Silber überproportional zum Gold gestiegen ist. Dementsprechend sagt auch dieses Ratio, das seit 100 Jahren Bestand hat, uns, dass Silber jetzt eine noch günstigere und bessere Investmentanlage ist, langfristig gesehen, auf Sicht der nächsten 10 Jahre, als Gold. Von daher sollten Sie bei Ihrem nächsten Kauf beim Edelmetallhändler, beispielsweise bei uns goldsilbershop.de, einfach auch etwas Silber mit dazu kaufen. Wir empfehlen immer eine Diversifikation Ihres Edelmetalldepots, meinetwegen 40% in Silber, nochmal 40% in Gold und meinetwegen jeweils 10% in Platin und Palladium. Die Performance von Palladium und der Rendite haben gezeigt, dass dies überaus sinnvoll ist und Ihr Depot besser performend ist langfristig. Werfen wir kurz einen Blick auf das digitale Gold, den Bitcoin. Dieser war in der letzten Woche fast so teuer wie eine Unze Gold wieder. Zwischendrin wurden fast 1.100 Dollar je Bitcoin erreicht. Das ist enorm. An diesem Langfristchart sehen Sie, wie der Bitcoin aus dem Nichts zum Ende 2014 kurze Zeit mal mehr wert war als eine Unze Gold. Dann kam eine starke Korrektur des Anstiegs und der Bitcoin fiel wieder auf 200 US-Dollar. Und seit Ende 2015 geht es wieder nach oben. Und seit Ende 2015 stieg der Bitcoin-Preis um 250%. Was sagt uns das? Es ist momentan zumindest eine alternative Fluchtmöglichkeit, Fluchthafen, wobei die Kryptowährung Bitcoin kein Geld ist. Geld sind immer Waren wie Gold und Silber. Sie haben die Eigenschaft als Ware und Sie können das beliebig aufbewahren und Sie haben das sicher. Beim Bitcoin gibt es viele Risiken. Der Bitcoin ist eher ein Transfersystem, wie beispielsweise das SEPA-System und dessen Wert liegt eben in der Möglichkeit, anonym oder relativ anonym, aber dezentral und unabhängig Gelder oder Vermögen zu überweisen an andere Personen. Und das macht es zu der idealen Überweisungsplattform der Bitcoin bzw. Bezahlplattform im Internet. Wenn Sie diese Bitcoins dann in Gold tauschen, dann haben Sie wieder Geld in der Hand. Deswegen passen Bitcoin und Gold sehr gut zusammen. Der Bitcoin an sich funktioniert ganz gut. Ein Bitcoin, der auf Gold mit Gold gedeckt wäre, wäre dann eben ein Derivat auf Gold, wäre eben genauso gut oder besser, weil er dann wirklich eine Deckung hat. Nach diesem Anstieg dürften wir jetzt hier im Bitcoin wahrscheinlich eine Korrektur oder eine Konsolidierung auf hohem Niveau sehen. Und ich gehe davon aus, dass wenn weltweit es zu weiteren Einschränkungen des Kapitalverkehrs kommt und ähnlichen Aktionen wie in Indien, dass einfach Bargeld verboten wird oder Teile entwertet werden des Bargelds, dass diese Währung weiterhin an Zulauf gewinnen wird und weiter massiv ansteigen wird. Wir empfehlen diese Währung bereits seit Mitte 2015 wieder zum Kauf und ist dementsprechend auch wieder stark gestiegen. Der Bitcoin dürfte weiter also ansteigen und ist nur wieder ein weiteres Beispiel dafür, wie die Flucht aus dem aktuellen System vorangeht. Die Leute wollen anonym ihr Geld wegschaffen, sie wollen sich vom Staat nicht bestehlen lassen, sie wollen ihr Geld, das sie hart erarbeitet haben, für sich behalten. Das ist ihr gutes Recht und das versuchen sie mit dem Bitcoin und das ist eine gute Ergänzung zum Gold, definitiv. Es ist keine Konkurrenz zum Gold, sondern eine Ergänzung dazu als Überweisungssystem. Werfen wir als nächstes einen Blick auf die technische Analyse, was auch eigentlich schon unser letzter Teil für heute ist. Sieht man sich die Terminmarktdaten im Gold an, so sieht man auf den ersten Blick, dass die Bereinigung schon gut vonstatten gegangen ist. Sie ist nicht so gut wie zum Beginn des Jahres 2016, aber sie ist deutlich. Und geht man jetzt von der Prämisse aus, dass ein neuer Bullenmarkt bereits besteht am Goldmarkt, so muss diese Bereinigung auch nicht ganz vollzogen werden. Das heißt, mit steigendem offenen Interesse am Terminmarkt, also mit mehr Kontrakten und mehr Spekulanten, muss auch nicht dieses Extremniveau erreicht werden. Dennoch ist das Gesamtbild nicht ganz so bullisch, möchte ich sagen. Es werden wieder weiterhin exogene Faktoren benötigt, damit der Goldmarkt im neuen Jahr weiter ansteigen kann.
Hier sehen Sie die technische Analyse. Wir bekamen hier auch rechtzeitig ein Verkaufssignal, haben erwartet, dass der Preis weiter fällt und diesen Anstieg korrigiert. Jetzt sehen Sie, es kam nach dem Ausbruch zu einem Pullback an diesen langfristigen Abwärtstrend. Hier kamen erste Käufe zwischen Weihnachten und Neujahr in den Markt. Und seither stieg der Goldpreis wieder von einem Tief bei ca. 1.120 Dollar auf 1.190 Dollar und ist damit nicht mehr weit entfernt von dem Widerstand bei 1.200 Dollar. Wer antizyklisch jetzt nicht gekauft hatte, über 1.140 Dollar, muss über 1.200 Dollar erste Long-Position aufbauen und hier sukzessiv kaufen. Langfristig, wie Sie gesehen haben, ist das Bild enorm bullisch. Und wie wir letztes Jahr gesehen haben, reichen exogene Faktoren jetzt aus, da der Terminmarkt größtenteils bereinigt ist, damit eine neue Rallye losgestoßen wird. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Hiobsbotschaften aus der Politik kommen oder vom Finanzmarkt oder dergleichen, die für weitere QE-Maßnahmen sprechen in den USA und einen schwächeren Dollar, so würde der Goldpreis jetzt durch die Decke gehen, weil der Markt eigentlich bereinigt ist. Von daher sollte man sich darauf positionieren, erste Long-Position halten, wieder kaufen. Jetzt ist ein guter Nachkaufzeitpunkt. Und sollte es dann soweit kommen, dass etwas, das Chance-Risiko-Verhältnis ist also gut, und sollte es soweit kommen, dass hier exogene Faktoren noch dazu spielen, dann kann jetzt auch in diesem Jahr, können dann neue Hochs erreicht werden, aber das ist von den politischen und fundamentalen Umständen dann abhängig, die wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht prognostizieren können. Aber fundamental spielt alles für viel und taktisch kurzfristig auch, dass der Preis weiter steigt. Hier sehen Sie den Goldpreis in Euro. Dieser ist noch in einem Abwärtstrend gefangen, aber sobald diese rote Abwärtstrendlinie, die Sie hier in dem Chart sehen, überwunden wird, gibt es auch für Gold in Euro ein prozyklisches Kaufsignal und dann ist ein Anstieg bis zu den nächsten Widerständen möglich und wahrscheinlich oder wenn eben weitere exogene Faktoren weiter ins Spiel kommen, dann auch die letzten Zwischenhoch. Und wie wir gesehen haben in dem Langfristchart, glauben wir, dass dieser grüne langfristige Aufwärtstrend im Worst Case nochmal getestet wird, aber es dann zu einem weiteren Anstieg kommt. Die EZB druckt weiter Geld, der Euro wird weniger wert. Es kann unterm Strich nur noch umgehen und die Korrektur dürfte entweder mit dem Bruch des Abwärtstrends oder mit dem Test des langfristigen Aufwärtstrends wieder ihr Ende finden und einen Anstieg folgen. Die Terminmarktdaten im Silber sind auf den ersten Blick neutral. Zum Open Interest zeigt jedoch, dass hier noch eine deutliche Bereinigung vonnöten ist. Nimmt etwas Potenzial kurzfristig aus dem Silberpreis. Das heißt, der Silberpreis benötigt einen starken Goldpreis im Moment. Ist der Goldpreis nicht stark und kann nicht steigen, dann kommt Silber auch nicht in die Gänge. Und ansonsten benötigt Silber exogene Faktoren, die den Preis im Moment treiben. Sollte Gold aber nicht richtig in die Gänge kommen, dann darf man sich bei Silber im Moment nicht so viel erhoffen und dürfte der Preis eher seitwärts laufen. Im Silber könnte es kurzfristig eher noch seitwärts gehen, aber wie wir auch im letzten Jahr gesehen haben, hat der Silberpreis auch erst später an Fahrt aufgenommen. Von daher ist der Zeitpunkt trotzdem nicht schlecht oder relativ gut, um erste Käufe zu tätigen, sei es physisch oder auch im Trading. Hier nochmal der Silberpreis in Euro, charttechnisch. Wir sahen den Test des Tiefs bei 12,50 im letzten Jahr, dann den massiven Anstieg über die Handelsspanne und letztlich den Pullback jetzt an dieses Ausbruchsniveau. Aufgrund des Gelddruckens glauben wir auch nicht, dass der Silberpreis nochmal die Tiefs des letzten Jahres sehen wird. Ich glaube, das ist Geschichte. Wer damals nicht gekauft hat, wird den Silberpreis wahrscheinlich nicht mehr so niedrig sehen. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario ist doch sehr hoch zum aktuellen Zeitpunkt. Hier sehen wir die Terminmarktdaten für Palladium. Sie zeigen, dass es eine deutliche spekulative Beteiligung gibt am Terminmarkt. Von daher wundert es auch, darf es nicht verwundern, dass der Palladiumpreis immer noch auf den Hochs ist und jetzt zuletzt auch wieder einen starken Anstieg zu Jahresbeginn vollzogen hat. Der Palladiumpreis ist wieder in den Bereich von 760 US-Dollar je Feinunze angestiegen. Und hier liegt diese Widerstandszone zwischen 720 und 760 Dollar langfristig. Wie wir im nächsten Chart sehen, hier auf Euro-Basis notiert Palladium immer noch auf dem Hochs der letzten zwei Dekaden. Von daher, wer Palladium in sein Depot mit drinnen hatte, der hat hier konnte Teile verkaufen jetzt zu den Tiefs und in Silber, Gold und Silber tauschen. Und dieses Verhältnis von meinetwegen von 10% wieder herstellen und hat damit eine Outperformance des Edelmetalldepots vollzogen, der dann damals wieder günstig Silber kaufen konnte. Also wir empfehlen auf jeden Fall Palladium und Platin mit reinzunehmen. Die Terminmarktdaten für Platin, wie Sie an diesem Chart sehen, sind sehr gut bereinigt. Hier, das zeigt uns, dass die Spekulanten alle verkauft haben. Wir sahen in den letzten Monaten sogar relative Stärke im Platin. Der Goldpreis ist nochmal richtig unter Druck gekommen, Silber nicht weniger, aber massiv Gold und der Platinpreis ist nicht mehr gefallen.
Die Terminmarktdaten hatten sich weiterhin etwas bereinigt und verharrten auf Extremniveau. Von daher ist dieser Markt frei, dass jetzt Spekulanten wieder in den Markt gehen können und den Preis nach oben treiben. Wir sehen hier an diesem Chart, an dem nächsten, dass der Platinpreis auch von 900 Dollar im Tief wieder auf fast 1000 Dollar hier für uns anstieg. Und wir empfahlen im Bereich von 900 bis 940 Dollar erste antizyklische Käufe. Das hat sehr gut funktioniert. Und sollte Gold und Silber jetzt wirklich die Wende drin haben, dann wird auch der Platinpreis wahrscheinlich mittelfristig diese oder kurzfristig die 1000-Dollar-Marke wieder überschreiten und mittel- bis langfristig definitiv auf Sicht der nächsten Monate wieder 1200 Dollar anlaufen. Platin ist deutlich schwächer als Palladium, wird nicht so stark nachgefragt. Dennoch, man kann nicht wissen, wie sich die fundamentale Lage in den nächsten Monaten entwickeln wird. Von daher würde ich einfach hier mal dieses gute Chance-Risiko-Verhältnis nutzen und etwas nachkaufen. Zuletzt werfen wir noch einen Blick auf die Minen. Die Minen haben den Anstieg des letzten Jahres, der enorm war, mit einem Plus von teilweise 180%. Einige Minen sind um mehrere 100% gestiegen. Dieser Anstieg wurde korrigiert, teilweise fast um die Hälfte. Jetzt sahen wir zum Jahreswechsel ein Tief und schon wieder einen deutlichen Anstieg um 20% hier im HOI. Dieser Widerstand von 200 Punkten muss wieder überwunden werden. Der Abwärtstrend wurde aber überwunden. Und solange dieser HOI Goldminenindex über diesem roten Abwärtstrend bleibt, ist ein kurzfristiges Kaufsignal intakt. Wir haben gute Terminmarktdaten beim Gold. Palladium ist durchschnittlich, Platin ist sehr gut. Silber tanzt noch ein bisschen aus der Reihe, aber wenn wir in einem neuen Bullmarkt sind und die fundamentalen Daten dafür spielen, dann hat das nicht mehr viel zu sagen. Dieser letzte Rücksetzer war eine Nachkaufgelegenheit. Wir hatten hier auch erste antizyklische Käufe empfohlen. Den Abbruch des Abwärtstrends sollte man weiterhin zukaufen. Die Minen sind eine weitere Diversifikationsmöglichkeit für Sie, wenn Sie Edelmetalle kaufen wollen. An den physischen Edelmetallen kommen Sie nicht vorbei. Die brauchen Sie. Diese sind sicher, die kann Ihnen auch niemand wegnehmen. Aber wenn Sie dann weiteres Vermögen haben und Sie haben einen gewissen Edelmetallbestand, dann kann man auch in Minen reingehen und damit sein Depot oder sein Vermögen diversifizieren. Also die Minen im HOI haben den Abwärtstrend überwunden und auch im XAU, wie Sie hier sehen, das ist ein weiterer Minenindex, haben die Minen diesen Abwärtstrend überwunden. Und somit ist es sehr gut möglich, dass hier nach all den Jahren des Rückgangs wieder ein neuer Bullenmarkt intakt ist und die Minen weiter steigen. Es ist auf jeden Fall langfristig gesehen, sind die Minen immer noch deutlich und stark unterbewertet. Von daher gibt es enormes Aufwärtspotenzial. Das heißt, wer nicht unbedingt zum aktuellen Zeitpunkt das Geld braucht, der kann bereits wieder Minen kaufen, erste Tranchen sich ins Depot legen und dann einfach, wie es Costolani mal gesagt hat, nehmen Sie eine Schlaftablette und warten Sie ab, was die sozialistischen Politiker in Europa alles für noch Verbrechen werden und die Zentralbanker, und dann, ich bin mir sicher, werden die Edelmetalle und dann auch die Minen massiv im Preis steigen und dann sind Sie dann am Ende des Tages gut mit dabei und können einen enormen Profit davon tragen und einen Gewinn für sich verbuchen. Sollten Sie Edelmetalle kaufen wollen, kommen Sie zu uns. Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns einfach kostenfrei an. Ich freue mich, Sie wiederzusehen in einer nächsten Online-Konferenz am 21. Februar. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute.